Ja, hallo zu einer neuen Folge Let's Play Age of Wonders. Ja, wir sind noch mit unserem Miyamar Lichtbringer hier unterwegs und versuchen die Welt mit unserem kleinen Halbling zu versklaven. Einen Gegner haben wir auf jeden Fall noch, der ist hier oben zu sehen. Und dann haben wir noch einen Gegner, den wir nicht kennen. Der wird dann wahrscheinlich hier irgendwo rumgeistern. Ja, und wir machen jetzt genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Bei dem Versuch, irgendwie da ranzukommen. So, wir schauen erst einmal, wer sich denn hier schön versteckt. Ha, niemand, das ist gut. Macht die Sache etwas einfacher. So, er legt da rein. Und da das auch nicht Eis liegt, müssten wir auch die halten können. Das war bei der hier, glaube ich, das Problem. Oder was sogar die? Ja, es könnte sogar die gewesen sein. Ich glaube, da war im Süden eine bisschen Grenze. Und zwar, dass wir die nicht halten konnten. So, wie sieht es denn bei dir aus? Ah, du hast keinen Bewegungspunkt. Okay. Hat etwas schwer bei sich, ich sehe nichts. Jetzt aber er ohne Mist, Leute, wo seid ihr eigentlich? Auf dieser Weise erkenne ich nichts. Ist die Frage, gehen wir wieder zurück, weil wir Angst haben? Oder gehen wir weiter und gefährden eventuell die Stadt? Schon ein bisschen gern weiter erkunden, muss ich gestehen. Ach, das Risiko nehmen wir in Kauf. So, was haben wir noch? Noch zwei Runden, bis das Event kommt. Ah ja, Produktionsbonus, Bevölkerungsbonus. Atmungswerkstatt. Ja, wir haben nur Geld für alles. Zack. Das Pedal. Da können wir auch weitermachen. Kriegen wir dann noch eine Grenzarbeit über was Tolles? Einmal, zwei mit Porsche 3. Ja. Sag mir erstmal nein. Spaßvogel gebaut. So, jetzt natürlich schon die Gefahr, dass hier ein bisschen mehr drin ist, als wir sehen, weil irgendeine Tabelle ist. Gut, einer mehr. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie gut unsere sind. Die sind nicht ganz zu verachten. Unsere. Ja, es müsste gehen. Immerhin, es geht um die Stadt. Wir werden da versuchen, die niederzureißen. Immerhin, Eis können wir nicht gut halten. Das hatten wir letztens versucht. Das ist ja mehr als in die Hose gegangen. So, also schauen wir mal, wie sich die Leute hier schlagen werden. Stimmt, er kann auch noch zahlen. Erstmal alles ein bisschen vorsetzen. Die Karte müssen wir kaufen. Oh, er hat nicht so viel, was schießen kann, soweit ich weiß. Okay, einmal der. Das kenne ich noch nicht. Direktschuss. Ja, okay, ist okay. Ich habe schon Schlimmes erlebt. Zum Fehlen abgesehen haben wir hier quasi nichts wirklich dabei, was ernsthaft rocken könnte. So. Resistenz, eventuell nicht geschafft. Bis zu Ende des Kampfes mindert ihre Moral. Schädigt ihr so viel. Ist auch nicht so toll. Ja, wir versuchen mal ein bisschen zu fallen. Okay, ich merke es, meine Sonne, das liegt euch nicht. Ah.
wie ich sehe, die Distanz hat er gegeben. War auch nada. Kehren. Stell uns mal hier. Wer möge bekehrt werden? Was muss man mit dir? Das Problem ist, wir kriegen keine direkte Sichtlinie. Das heißt, wir müssen hier eh mit Mali leben. Warum könnt ihr euch nicht bewegen? Egal. Ja gut. Hat gereicht. Ist auch schön. Ah, okay. Ihr wollt meinen Helden. Sollte versuchen, solange der Rest steht. Alles kein Interesse. Deswegen holen wir uns jetzt mal einen Flankenangriff aus. Okay. Wie ich letztes schon angekündigt habe, die kleinen Feen hier sind schon ziemlich gut, was was Distanzkampf angeht. Oh, der Erstschlag. Ha! Erstschlag ist mal. Natürlich steht er noch mit einem HP. Wie soll es auch anders sein? So, ja, die zwei kann ich verzichten, denn ich muss auf die verzichten können. So, euch halten können wir nicht. Was machen wir denn? Plündern? Bringt ein bisschen Gold, schlechte Einstellung. Für das bisschen Gold, das dauert doppelt so lang. Nee, danke. Das brennen wir nieder. Ach, das ist aber zu schlecht auf meine Einstellung. Okay. Kann ich jetzt Vasallen freigeben, bin ich ein guter Mensch. Wenn ich es übernehme, Elfen dürften Eis akzeptieren. Na gut, dann spielen wir halt nicht auf Monokultur, sondern übernehmen sie. Das ist wie ein echten Leben, wenn man böse ist, geht es irgendwie einfach. Okay, Schmerz absorbieren. Nee, ist auch nicht so toll. Aura der Resistenz. Armutsgelübde, Armutsgelübde, definitiv. Ja, ihr müsst da jetzt erstmal umstellen. Beide Stimmen aktiv sehe ich gerade. Falscher Reiter. 17 sind. Ah, und der hat Natur natürlich. Das verstärken wir mal auf Maximum. Gut, passt auf Maximum rein. Ja, ist erledigt. Wie viel Mana können wir speichern mittlerweile? 800, okay, das geht noch ein Zügel oder zwei. Drei Scherben.
glaube ich, ein Unfall hier drin steht. Weil ich hier, glaube ich, noch weitermachen muss. So. So, jetzt kaufen wir uns mal ein paar Einheiten zusammen. So, schauen wir kurz ein Distanz da, zwei. Ganz bestimmt. Ich will nicht meine Armee haben, wenn ich es meine. Und das ist aber eine Armbrust. Ihr kriegt dann auch später was dazu. Alles zu seiner Zeit. O-Trainer gibt sich euch, warum auch immer. Dann nehme ich es halt an. Haben wir noch einen Gegner? Oh. Ah, okay, weil ich den sehr kleinen Truder besiegt habe und. Nix auf der Aussie, okay. Der hat einen von dem Mod. Ihr seht wieder irgendwo Eindringlinge, die ich nicht sehen kann. Einzige Erklärung, ich habe die werden getankt. Ist okay. Ihr habt die Frosthöhle fertig, dann kommt das nächste Mal in die Feuerhöhle. Ja, wir müssen auf jeden Fall den Schwierigkeitsgrad höher setzen. Es ist natürlich nicht besonders erfüllend, wenn die Gegner sich gleich alle ergeben. So, was mögt ihr denn? Ihr bevorzugt dichten Wald. Den kann ich euch nächste Runde dann geben. So. Ihr braucht auch nochmal einen guten Nahkämpfer. Den überhaupt mal genug Geld da ist. Ja, ihr wartet hier. Oh, ihr seid ja toll drauf. Oh, ist diese Moral auf einmal noch schlechter geworden? Na, wie sieht's aus? Ha, jetzt ist sie wenigstens niedrig. Ja, okay, das gehen wir dann zu zweit an. Die Frage, muss ich dabei sein? Bei den alten Teilen war es so. Ich unterstelle es einfach mal. Achso, habe ich jetzt eigentlich stehen seine Verzauberung? Nee, okay. Hätte das sein können, dass die von denen dadurch aktiv wird? Nicht? Bist aber wohl nicht dabei. Hier ist er schon ein bisschen besser, aber ich habe genug behauptet. Ach. Oh, 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 hier liegt ja einiges. Das kannst du kriegen ohne Bedenken. Das kenne ich nicht. Schild, Gegenstand, versenkte Projektile. Ja, da du jetzt verschiedene Waffen hast. Hat irgendjemand nichts? Ja, Emara die Kriechende. Dich können wir jetzt mal ein bisschen ausrüsten. Emara. So,
So, Emara hat jetzt schon eine Rüstung. Birgit hat aber noch keine. Birgit. Stimmt das? Ring geht auch erstmal an sie. Was macht das schön nicht? Physischer Schutz? Das ist fast schon übertrieben, bei 40%. Aber okay, gut. Viel Spaß mit dem Mara. Wow. Krankheit heilen, bestehen Blüten. Eber beschwören, böse Nächte. Ach, ich erinnere mich. Das waren meine Sachen. Weil hier diese blöden Untoten rumkochen. Sinn, ob die uns näher kommen. Hallo. Sie haben schon ganz schön Schaden genommen. Theoretisch könnten wir die so kriegen, aber ich riskiere es trotzdem nicht. Ich habe davon keinen Vorteil. Im Gegenteil. So, mal als Ende. So, neues Talent erforschen. Moment, was? Zielfeld werden Augenblick schon gemäßigtes Gelände machen. Verdorbene Landgüter, verdorbene Quellen. Zu unserer Mega-Einheit. So, hier immer noch Eindringlinge. Immer noch nicht sichtbar. Auch hier sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ihr produziert brav? Nee, wir brauchen Geld. Mhm. Hier? Nee, will ich nicht. Egal was es ist, ich will es nicht. Hier macht mal zwei Betreiber. Ihr wartet schön ab hier. Jetzt ist wirklich die Frage, wo unser letzter Gegner hier rumkreucht, den wir noch nicht mal gesehen haben. Kann ja, es gibt ja nicht mehr so viele freie Stellen, wo der rumhängen könnte. Wow. Von der Mine ganz schön gut bewacht. Wartet ihr? So, wir haben uns gestärkt. Ja, wir warten hier auch noch, bis die Stadt übernommen wird. Ihr seid sowieso ab jetzt fixiert. So. So, hier ist wieder ein Eindringling. Nicht sichtbar. Der Feld wurde befördert. So, was geben wir dir? Verbesserte Sichtweite. Ach, hast du übernommen. Alles klar. Wir haben jetzt erstmal massiv was zum Ausbauen. So, das noch. Betäubende Berührung. Betäubende Zuführung ist nice. Geistschild ist nice. Geladene Armee auch. Magieaffinität kann auch nicht schaden. Und zack, sind wir schon wieder bei 3 Punkten. Kosmischer Sprühlegenkind. So, ja, ein paar HP mehr schaden auch nicht. So, wir schauen mal in den Inventar rein. So, zack.
Achso, stimmt. Dann gehen wir sowieso dahin. So, große Tempel abgeschlossen. Aber wir brauchen ja Geld. So bauen wir Handelsbahn. So, jetzt zeigt mal, was ihr habt. Ihr seid schon unzufrieden. Okay. So, und das versuchen wir mal in der Gruppenarbeit hier zu machen. Jetzt will ich mal sehen, wie diese schlagen. In so einer riesigen Uhr. Krass, und trotzdem was verloren. Echt peinlich, Leute. Waffe, Gegenstand, Rüstungsdurchschlag. Mhm. Oh, du hast noch keine Waffe. Bitteschön, jetzt hast du eine. Drückst du den Scherup dazu? Den Haschmuck. Meinetwegen, wenn ihr es gerne wollt. Eigentlich können wir ja hier schon ein bisschen was drumherum einnehmen. Bringt ja nicht so hier blöd rumstehen und zugucken, wie nichts passiert. Ja, wir nehmen mal ein bisschen wieder. So. Ja, manueller Kampf. Ich hab gesehen, was rauskommt, wenn ich euch kämpfen lasse. So, Magiewesen, Heilung ist das. Sagt es mir. Mana-Stromaufladung, ja, okay. Kommt dasselbe hinaus. Chat-Taste. So. Hier dahin. Hier dahin. Dann machen wir die ohne Verluste platt. Ach stimmt, wir haben noch Ladungsschild. Das könnt ihr euch eventuell ein Stückchen retten, aber nicht weit. So, wenn dann die Stadt mal irgendwann zufrieden ist wieder, kriegen wir auch schön viel mehr Einnahmen für das kleine Stückchen Ländle hier. So, ihr wollt Befehle. Ah ja. Theoretisch braucht ihr nicht mal Befehle. Aber okay, geht ruhig dahin. ihr habt Hunger. Up.
geht mit dir denn? Brauche ich auch nicht. Erst ins Herz verleihen. Ist okay. Hab schon Schlimmeres gehabt. So, du hast auch ein Level ab. Dir wird das Starke wieder schon ein bisschen eher was bringen, aber Heilaura ist für dich besser. Volksführung bei Elfen verbessert. Genau das. Willkommen in meiner Armee. Wir könnten ja eigentlich schon wieder mal einen neuen Trupp hier losschicken. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt auch. Und zwar, du führst ihn direkt gleich an, meine Kleine. Du darfst dir deine Sporen verdienen und zeigen, wie gut du bist. Aber wir bauen dich erstmal ein bisschen auf, wenn du nicht ganz im Hagelfeuer direkt untergehst. So. Und dein Ziel ist diese Stadt da unten. Du zeigst mir jetzt mal den besten Weg dahin. Und der Rest möge ihr folgen. So, ihr kriegt mal eine richtige, deftige Einheit. Der Prediger, was macht er denn? Nahkampfangriff? Oh, 15. Bekehren kann er. Das ist doch schön. Er kann auch heilen. Ihr bekommt einen Prediger. Ihr wartet noch, immerhin. Der Stadt geht's immer noch nicht gut. So, wer von euch hat viele Punkte? Du. Oh, was haben wir hier? Statik, Aufladung, alle Statikschilder aller Einheiten werden zum Schwächer. Ganz ehrlich, die Maps sehen so toll aus. Wenn sie nur das Spielprinzip des Vorgängers ein bisschen besser umgesetzt, sie hätten sowas Tolles geschaffen. Ah ja, dann spielt man auch keine Rolle mehr. Achso, habt ihr mich missverstanden? Krass, nicht diese, sagen wir mal, 5 bis 10 Schaden, die rauskommen, sondern diese Tatsache, dass man quasi komplett aussetzen muss mit der Einheit. Dass er auch nicht kontern kann, dass er deswegen auch den erhöhten Schadensmalus erhält. Schon sehr vielseitig, dieser Malus. So, jetzt ziehen wir mal nach und nach alle kleinen 1000 Einheiten, die verbleiben. Okay. Ich sage, wir verlieren 2 Einheiten. Mal schauen. Sieht man auch gut, wie der PC rechnet. Schaut wirklich, was ist effizienter? Lieber ein bisschen Schaden stecken, ein bisschen mehr verursachen.
Ich korrigiere mich. Du schaffst es nicht. Ja, du bist echt schlecht. Du musst eigentlich nichts mehr machen. Ich hab Angst gehabt, der wird mich verlieren. Krass, du hast das Ladenschild wieder drei Stück bereits bedrückt. Einen nur verloren. Schon besser. Ja, das war natürlich noch nicht gleich. Erstmal hier kriegst du schon du dann dazu. Dann machen wir die Beförderung. Du hast ja noch viel Auswahl. Was ist denn das Schönes? Jede Quote? Ja gut, das ist nicht schädlich. Perfekte Aufmerksamkeit. Oh, das ist so geil. Gegen diese einsetzen Flankenangriffe von hinten nicht möglich. Was haben wir denn noch? Königsmeuchler, was ist das Schönes? Wobei, Lüttelüttelüttelüber Helden. Ja, okay. Das finde ich nicht ganz so toll. Okay. Du wirst jetzt perfekt aufmerksam. Und kriegst auch noch das Druckvorschlag. Warte ich mal. Ihr seid immer noch erfolgreich auf der Flucht, wie ich sehe. Oh, da ist unser letzter Gegner. Vielleicht können wir den ein bisschen überraschen. Sehr schöne Farbe gegen die Spielmir. Gegen den dicke Halbling. Okay. Oh, ihr werdet euch meine Hand sterben, wenn ich nicht. So. Wir haben viel Mana, wir müssen ein bisschen was tun und wir können auch ein bisschen was tun. Neustadt, wo bist du? Ihr mögt Wald. Aber warte mal, euch. Ihr wart ja Happy Hippo. Ihr wart neutral. Hatte ich nicht jemanden gerade hier gehabt, der unglücklich war? Habe ich so das Gefühl, ich habe gerade was verpasst. Ah, hier. Genau. Ihr mögt fruchtbares Land. Ihr sollt fruchtbares Land bekommen. So. Ihr seid Drachen. Ihr könnt so zufrieden sein, wie ihr seid. Elfen seid ihr. Ihr mögt Menschen. So, seid auch Elfen, machen hier noch ein bisschen Wald voll. Ja, eine Bahn machen wir noch. Das gehört noch dazu, lege ich jetzt fest. Genau. Ansonsten geben wir halt wieder einen Scherbenauftrag. Wenn wir direkt leisten könnten. Das tun wir auch, nämlich zu dir. Okay. Wir verbessern mal wieder Helden. Blitzschlag, geil. Nachwachsen, geil. Einzelne Bäume, das ist das Walter und Müsse. Gut, wir sparen folglich. So, ihr werdet. Nenje braucht eine reiche Mana, sehr schön. Problem natürlich, Nenje hat überhaupt nichts, also müssen wir jetzt wieder alles aufbauen. Ihr
produziert jetzt erstmal nur Geld. Hier ist die Meistergilde fertig. Als nächstes brauchen wir diese Verteidigungsanlagen. Bosch, ja, wir sind arm. Also machen wir Geld. So, jetzt können wir uns der Armee widmen. Oh, ganz gechillt. Legendär. Der Kupp können wir legendär eventuell sogar packen. Aber wir sind ganz gechillt. Also holen wir uns erstmal die, damit wir ein bisschen besseren Blick haben. Ehrlich, Leute, davon lasse ich mich noch nicht beeindrucken. Hätte ich am liebsten. Okay. So, euer strategischer Fehler war es, näher zu kommen. Ich bestrafe mir dementsprechend. Steckt euch ein bisschen und auf den. Okay. Ach, ihr Verteidiger. Ich brauche ein ganz lustiger Skill. Hey, Cherubim, staub ab! So, wie sieht's denn aus? Du bist Bronze, Silber, Bronze. Okay, danke schön. Ist das was? Wir. Ja, wir wagen mal in Richtung. In der Sache zu gehen, einen kleinen Blick reinzuwerfen. Diese hier, dieser Zwergen-Erstgeborene, der hat wahnsinnig geile Verteidigungswerte. Sehen, ob wir das leider gleich sehen dürfen. Aber wir haben halt eine große Armee. So, jetzt muss ich nochmal schauen. Distanzmäßig habt ihr den. Das war's dann auch schon. Das heißt, wir können wunderbar eine kleine Front aufbauen. Dahinter stellen wir uns Verteidiger alle. Ja, dann ist gut. Müssen wir kurz schauen, wer was ist. Okay. Zufällig ran. Zwei Hauptleermann. Ach, nicht mal verspotten, das wäre geil. Oh, wenn ich hier hingehe, kann es reichen. Ach, auch nicht. Schade. Okay. Ist ja alles kein Problem, wir sind nicht nach Eile. Gut. Cherubim, das Verteidigung zu sehen, ist jetzt zwar nicht gerade eine Glanzsache, aber besser als nichts. Mit euch weiß ich nicht genau, was ich machen soll. Eigentlich stinkt ihr gut wirklich und steht mir gut. Okay. Was ihr gut könnt, stinkt mal rum.
Ja, wie gesagt, vom Schadenswert her eher belustigend. Spotten ist auch geil. Klappt vielleicht? Da wird der nämlich jetzt seine eigene Macht. Aha. Die ist eindeutig näher dran gewesen. Gut, hol dir deinen Killer. Was euch angeht. Stopp. Nee, hier ist es zu kritisch. Du kriegst ihn. Hier steht im Weg rum, das könnte ganz gut. Gut, Versuch was wert. Ah, hier gibt er das geschenkt. Wie gesagt, Sherub kann man ruhig mal verzichten. Was ist denn das? Ein schwarzes Kätzchen. Lernt verfluchen und bringt Trefferpunkte. Ja. Ist okay. Oh cool, die kann da unten in der Höhe trotzdem die AP. Das ist nett. Ja, aber Nägel mit Köpfen, die da oben holen wir uns. Ich habe schon mal die Gefahr, dass ich jetzt so eine riesengroße Armee rein wäre, ne? Wow. Ah ja, das kann ich auch nicht zerstreuen. Ein Siedler. Wenn wir dann alle zusammenziehen hier, denke ich, wird das kein Problem mehr. Prophezeiung, bald wird ein Hohepriester mit mächtigen Gegenständen kommen. Wenn alles gut läuft, haben wir die bis dahin. Das ist schön. Schalk. Schalk, Schalk, Schalk. Suchet mal bitte den kürzesten Weg dahin. Nur, dass jetzt kein Ausfall oder so kommt. Man weiß ja nie, was die noch so im Petto haben.
Ja, könnten wir jetzt machen. Aber ich denke, dass wir die kriegen mit drei vollen Gruppen. Daher machen wir uns da jetzt keinen Stress. Ich rück zwar die anderen noch strategisch sinnvoll schon in der Gegend. Ja, du bleibst das erstmal da. Jetzt haben sie alles fertig. Zumindest der Moment, wo ich jetzt anfange, Armee zu produzieren. Aber ich habe aktuell genug Armee, von daher brauche ich es nicht. Hm. Ja, ihr könntet was bauen, ne? Ich mach jetzt erstmal ein bisschen die Ländlichkeit hier. So, ihr seid alle voll. Cherubims da hinsetzen. So, im nächsten Zug. Wird's gut. Jetzt ignoriere ich deswegen jetzt erstmal ganz großzügig. Ich mache jetzt mal automatischer Kampf. Das sollte ja wohl reichen. Yay! Ja, damit haben wir die Partie wohl gewonnen. In 116 Runden. Schauen wir uns noch eine Auswertung an. So. Ich bin das Weiße. Okay. Gesamtanzahl zu Anträgen. Wissenspunkte haben wir auch weit voraus. Zufriedenheit. Ja, mal so, ne? Militär massiv drüber. Gebietspunkte ebenso. Siegepunkte haben wir schon gespielt, dürfen nicht sein, genau. Ja. Und damit haben wir mit unserem Hohepriester den ersten Sieg errungen. Ich würde sagen, das war eine erfolgreiche Sache. Und ja, wenn ich dann mal wieder Lust auf Age of Wonders habe, werde ich einen meiner anderen Helden nehmen und auch mal eine größere Karte und eine schwere KI. Hätte jetzt nicht gedacht, dass die aufgibt, obwohl ich jetzt quasi schon eine Stufe normal lag. Aber okay. Bis dahin sage ich, habt viel Spaß, tut ein bisschen zocken, erholt euch ein bisschen. Tschüss!